Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Super Mario RPG. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und au, 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 was wird uns jetzt erwarten? Ich überlege gerade, ob wir uns nochmal ganz kurz hochheilen sollen, aber komm, das können wir auch im Kampf, wenn mir was kommt. 997, 998, 999, ja, 1000 Fallchen. Rennen sie tun, die Toads, ja, doch vergebens, ja, haha, 1000 Pfeile mehr ich schieße. Mario, was ist das denn für einer? Ist er es etwa, der Rosenrote die ganze Zeit mit Pfeilen beschießt? Spaß, das macht, ja, dumm sie schauen, wenn mein Pfeil sie trifft und sie sich nicht mehr rühren. Der Boss hat recht, die stehen rum wie die Pilze im Wald. Tja, mehr Zielschießen üben ich will. Oh nein, er will wohl ewig damit weitermachen. Wir müssen was tun. Warte doch mal, sicher trifft er dich mit einem Pfeil, ehe du ihm ein Haar krümmen kannst. Und seine ganzen Gehilfen erst. Gegen diese Übermacht haben wir zwei doch überhaupt keine Chance. Hoch, da kommt irgendwer. Komm, wir verstecken uns und warten ab, was so passiert. Was? Schau mal, was ich gefunden habe. Was? Was? Mich nicht stören, du sollst. Ja, am Zielschießen ich bin. Mehr Pfeile, ich muss schießen. Mehr doofe Toads dastehen lassen wie salzige Säulen, die im Stehen schlafen. Das wirst du nicht. Ich gebiete dir Einhalt. Du weißt nicht, was du da tust. Gib mir sofort jenen Stern. Knirhania, boah, ein Fremder du bist und komisch aussiehst du auch. Lern, du wirst mir hier bestimmt. Und du, wer bist, raus damit, ja? Ich komme. Im höchsten Auftrag. Das Sternstück gehört allen. Du darfst es nicht für dich behalten. Ja, frech du bist. Ja. Manieren ich dich lehre. Nicht doch. Lass die Possen. Mario, wenn wir uns da einmischen, könnte das richtig ins Auge gehen. Du willst unbedingt helfen, ja? Dann verpass ihm eine. Rette dir mit dem blauen Cape. Ich helfe dir. Mit all meinen Kräften. Aber vielleicht lieber von hier. Müssen wir ausweichen? Nee. Ich habe keine Angst. Und weinen werde ich auch nicht. Autsch! Genug, Schocke! Ja, Knja! Stark du bist! Aber stärker ich bin, den Chaos ich dir mache! Jetzt aus, es ist Nja auf Nja mal wiedersehen! Nja, nimm das! Danke, Fremder! Wer bist du? Mario, du hast mich voll liegen lassen. Moment mal, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Du bist also der berühmte Mario. Wir haben viel von dir gehört. Ja, das Geplauder lasst. Ungehobelt ihr seid. Okay, zu dritt kämpfen das erste Mal. Da, 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 da. Und das ist jetzt eher der Angreifer. Was hat er für Techniken? Genostrahl. Wir hätten ein Blumendings nehmen sollen für die Blumenpunkte. Feuer auf einen einzelnen Feind. Halte A bis kurz vor der Entladung. Okay, das ist eine ganz neue Art und Weise. Okay, super Sprung. Und lesen. Was für Heinis das sind. Komische Kleider, die haben an. Ja, wüten mich, das macht ja. Ja, drei gegen einen nun. Schiebung, das ist ja, aber wartet. Ein Pfeil, ich schieße und wenn ich treffe, der Knopf blockiert ist. Todhilfe auch blockiert ist nur fern, ja. Regel auch für mich gilt, also nicht meckern, ja?
Tauschhelfer können wir nicht benutzen. Okay, ach so. Oh, wie cool ist das denn? Das schießt dann Pfeile und dann kann ich das... Aha, das ist aber cool. Das ist cool. Mist. Ups, das ist nicht gut. Ups. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Boah, wir machen auch so viel Schaden. Mist. Aber er ist gleich tot. Ja, übel ist ausschauten. Ja, dass mein Ende ist. Blödfug, ja. Alle Knöpfe, die ich blockiere. Was nun? Keiner von uns, das stimmt sehr wohl, doch zusammen sind wir stark. Vereinen wir unsere Kräfte und zeigen wir ihm, wie stark wir im Trio sind. Was? Fiese Tricks ihr zieht? Kann ich auch, ja. Ja, sowas, gar keinen Gefährten, ich habe zum Trio-Tricksen, ja. Du kannst nur Trio-Techniken ausführen, sie sind sehr mächtig und können eingesetzt werden, wenn die Kampfanzeige auf 100% steht. Dieses eine Mal füllen wir sie für dich auf. Na, die war eh schon die ganze Zeit aufgefüllt. Trio-Technik. Sternschock. Füge mit der Macht der Sternstücke einem Feind verheerenden Schaden zu. Oh, sogar mit Video und so. Voll cool. Nur 20 Erfahrungen gibt's dafür. Na gut. Ich danke euch beiden. Ohne euch wäre mir Übles widerfahren. Wieso blickt ihr mich so an? Ihr könnt euch sicher denken, dass ich mehr als nur eine einfache Puppe bin. Habt ihr es erraten? Ich bin ein himmlischer Besucher und dies ist nur meine Form auf Erden. Wie jetzt, himmlisch? Wohnst du auf den Wolken? Nein, noch wesentlich höher. Sagt, habt ihr je den Namen Sternstraße gehört? Also nein, wie? Nun, dort oben herrscht derzeit heilloses Chaos, welches auch eure Welt in Mitleidenschaft zieht. Lasst mich erklären. Hörtet ihr je davon, dass Sternstuppen Wünsche erfüllen können? Diese Sternstraße ist der Ort, an dem aus Wünschen Sterne gemacht werden. Jedes Mal, wenn ein Wunsch erfüllt wird, fällt dessen Stern als Sternstuppe hier auf eurer Welt herab. Der Sternstraße allein ist es zu verdanken, dass Wünsche in Erfüllung gehen können. Doch leider ist nun alles anders. Vor kurzem hat ein gewaltiges Schwert die Sternstraße zerstört und nichts kann mehr dort geschehen. Nicht ein einziger neuer Stern ist seither geschaffen worden, was leider heißt, dass auf eurer Welt nie wieder ein Wunsch mehr in Erfüllung gehen kann. Und dieser Stern hier ist Teil von deiner, wie hieß es, Sternschranke?
Nicht Schranke, fluffiger Freund, Sternstraße. Doch du hast recht, jener Stern ist tatsächlich ein Teil meiner Heimat, der Sternstraße. Mein Auftrag auf Erden ist es, alle Teile zu finden und die Sternstraße wiederherzustellen. Die zerbrochenen Sternstücke, 7 sind es an der Zahl, damit wieder Frieden auf der Welt herrscht. Müssten wir Schmiedrich besiegen, sämtliche Sternstücke finden und damit die Sternstraße wieder erneuern. Mein Name ist Herz, Musiknote, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Doch dies auszusprechen fällt euch sicher nicht sehr leicht. Nenn mich also einfach Geno, so wie Klein Tobi seine Puppe nannte. Ich wählte jene Puppe, weil sie von den Vieren in Tobis Besitz am stärksten und mächtigsten aussah. Und nun ergreife den Stern, Mario. Zwei Sterne von 7. Wir machen gut Fortschritt, wa? Auf, Freunde, das Abenteuer wartet. Und so schließt sich Geno, der Besucher von der Sternstraße, unseren Helden Mario und Mellow an. Ihr wundersamer neuer Gefährte wird ihnen ihr großes Abenteuer ganz sicher erleichtern. Interessant, dass das blöde Sternchen so unheimlich wichtig ist. Das muss ich sofort Schmiedrich berichten. Das Geheimnis der Sternstuppen ist gelöst. Nun liegt es an dir, alle Sternstücke zu finden, damit in Marios Welt wieder Frieden einkehrt. Ja, hier kann man überall nicht rein. Gibt's da noch was Geheimes? Aha. Ich weiß schon, wo es ist. Irgendein Baumstumpf. Nicht? Aber es ist bestimmt von einem abspringen, um das zu treffen. Das kann auch hier vorne überall sein, ne? Das ist sehr fies. Wir müssen auch die Blumenbox zu uns nehmen. Ganz wichtig. Ganz ehrlich, ich glaube, ich gucke mal ganz kurz im Internet nach, ob es auch eine Seite gibt, wo die ganzen Dinge angezeigt werden. Ich finde das irgendwie nicht spaßig, wenn ich ehrlich bin.
Hm. Das ist leider vom alten Spiel. Das sieht aber schon anders aus, das alte Spiel. Also auch wirklich, die Level sind auch anders gestaltet tatsächlich. Okay, Internet hat mir geholfen. Das Internet hat mir geholfen. Dun, 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 dun. Wenn ich einfach durchlaufen zu anderen Gebieten. Wir gehen erstmal nach Rosenrode. Jetzt dürfte doch hier keine Pfeile mehr sein, oder? Oh, das Bild, wie es früher aussah. Ist das immer so süß? Die Musik! Let's go! Schwab dieb dub dieb dab die day. Schwab dab die dub die dab dab day. Endlich ist hier alles wieder beim Alten. Vielen Dank für deine Hilfe, Mario. Endlich nicht mehr gelähmt. Ich glaube, zur Feier gehe ich in den Wald Pilze sammeln. Ist zwar ein bisschen finster und unheimlich dort, aber mir wird schon nichts geschehen. Endlich, ich kann mich wieder bewegen. Du bist der Größte, Mario. Wie kann ich dir nur danken? Schwuppdidu, dabdida. Guck mal, die Puppe. Geno, du bist zurückgekehrt. Mama! Siehst du, Mama? Geno kann laufen, genau wie ich gesagt hatte. War gar nicht gelogen, oh nein. Na sowas. Was für eine schöne Verkleidung. Ist Ihnen daran nicht heiß? Aber Mama, das... Ach, ist auch egal. Komm, Geno, spiel mit mir. Das würde ich nur allzu gerne, mein Freund. Doch leider müssten Mario und ich zuerst die verlorenen Sternstücke finden. Sternstücke? Wieso denn das? Sind die Sterne kaputt gegangen? Nun, wie erkläre ich es dir am besten? Lass es mich so erläutern. So war es einst auf dieser Welt, doch nun ist es leider so. Verstehst du? Nee, entschuldige, verstehe nur Bahnhof. Gut, dann anders ausgedrückt. Sollten Mario und ich nicht obsiegen, dann werden keine Wünsche mehr wahr. Was? Aber ich wünsche mir doch, dass ich später mal so stark und so cool werde wie du. Das dann auch nicht? Das nicht und auch kein anderer Wunsch. Nur mit den Sternstücken lässt sich die Sternstraße erneuern. Daher werden meine zwei Gefährten und ich die verlorenen Stücke suchen und finden. Ach so, alles klar. Da musst du Mario unbedingt helfen, Geno. Er braucht dich sicher. Schon gehört? Ganz in der Nähe von Mauldorf soll was vom Himmel gefallen sein. Das funkelte und strahlte. Ob das eines von diesen Dingern war, nach denen du suchen wolltest, Geno? Überaus wahrscheinlich, lieber Freund. Wir werden sogleich nach Mauldorf ziehen. Dankeschön für den nützlichen Hinweis. Ich drücke euch ganz fest in die Daumen, Geno. Macht, dass die Sternstraße bald wieder heil ist und meine Wünsche in Erfüllung gehen. Das werden wir. Versprochen. Juhu! Hey, Moment. Hätte fast was vergessen. Hier, Geno. Die gehört doch dir. Nimm sie bitte mit, ja? Fingerknarre erhalten. Du bist ein guter Junge, Tobi. Und wenn unser Abenteuer zu Ende ist, dann sehen wir uns wieder. Ja, wir müssen für ihn auch noch Kleidung kaufen. Mario, sag, wie geht es dir? Herrlich. Freut mich sehr. Danke nochmal, dass du mit Tobi gespielt hast. Er war unheimlich glücklich darüber. Zeig's dem Bösewichten, Geno. Du bist der Allerstärkste. Ja, das haben wir schon. Endlich sind die bösen Pfeile weg und Opa braucht sich keine Sorgen mehr zu machen.
Hey, ich will den Wassereimer tragen. Ich bin ja so stolz auf unsere Enkelchen. Schau sie dir nur an. Unser Enkel ist wohl auch wieder nach Hause zurückgekehrt. Danke, Mario. Hätten wir den retten können eigentlich? Stimmt. Klasse, nun kann ich endlich wieder in den Wald Feuerholz hacken gehen. So, dann kaufen wir mal eben Kleidung für Geno. Endlich ist hier alles wieder beim Alten. Vielen Dank für deine Hilfe, Mario. Grüß dich, Mario. Sehr lieb, dass du extra hier reinschaust. So. Oh, der kann nichts von den beiden tragen. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Aber er kann Ringe tragen. Okay. Ist halt die Frage, was für einen Ring wir im nächsten Gebiet brauchen können. Ich glaube, in die ganzen Häuser zu gehen, lohnt sich jetzt nicht mehr, ne? Endlich wieder zu Hause. Kaum zu glauben, dass er von einem Fall getroffen wurde. Ah ja, stimmt, wir haben ja noch das eine Rätsel. Ich bin auch so ein bisschen blöd, ne? Wir haben noch ein Rätsel, was wir lösen müssen. Hehe. Den Typen hier oben. Betritt den Wald und geh dann an die Kreuzung jeweils nach links, links, geradeaus und dann rechts. Dann findest du was Tolles. Der Schalter? Klar bin ich auf den Schalter gesprungen. Wieso Papi sich wohl so darüber aufregt? So. Dann lass uns mal in den Wald gehen wieder. Habe ich nämlich ganz vergessen. Weil da kommen wir jetzt schnell hin, wenn wir den Gegnern ausweichen. Okay, hier ist Ausweichen vielleicht nicht immer ganz so einfach. Ah, guck mal, geht doch. Ah, ne, müssen wir ja gar nicht rein. Da ist mit dem hier. Scheinbar nix. Satz mit X war wohl nix. So, zweimal links, geradeaus und dann rechts. Nehmen wir an, das ist mit links gemeint. Aber jetzt nicht nach links von der Perspektive aus, die ich habe, ne, sondern links auf dem Bildschirm. Dann geradeaus, das nehme ich mal an das hier. Und dann nach rechts. Nee, okay, dann war es anders gemeint. Oder wie, oder was, oder wo. Aber das kann ja nicht sein, oder? Dass man dann links abbiegt. Dass man hier nach links geht und dann nach links abbiegen, dann ist man doch wieder unten, oder nicht? Dann kommen wir doch hier raus. Ah, nee. Okay, dann geradeaus. Und dann nach rechts. Aha. Wir haben was gefunden, Leute. Was könnte hier nur sein? Darf ich noch eine auswählen? Nee. Na, so toll war das jetzt nicht. Na, meinetwegen. Aber die Münze war ja gut. Na gut. La 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 la. Jetzt können wir teleportieren.
So, dann geht's zu den Röhrentunneln, ne? Da-dam, da-dam, da-dam. Ah, man kann einfach durch, okay. Wenn man möchte. Aber ich möchte natürlich erkunden. Ihr doch auch, oder? Let's go. Ich hab den noch ausgerüstet, den Ring, ne? Ja. Weil ich gerade überlege, für den schlimmsten Fall der Fälle. Oh oh. Gumbas haben wir noch nicht gescannt. Gibt doch kaum Erfahrung. Oh, kann ich den hier. Ah ne, macht mich nur platt. Ich dachte, ich könnte gegen ihn kämpfen. Ja, ich muss Mario jetzt irgendwie. Ich hoffe, dass der nicht so. Dass er wirklich stark ist. Nee, ist er nicht. Kann man die Piranha-Pflanze? Komm. Komm. Was für lausige Zeiten. So. Da-da-da-da-da-da-da. Können wir jetzt durch die Röhre durch? Nee, ne? Ne. Dann kommen wir hier rein. Da-da-da-da-da-da-da. Hier können wir rein. Hier können wir rein. Ah. Gibt's da noch mehr Geheimschätze? So. Wie kommen wir an diese Münze ran? Mit einer Fähigkeit irgendwann scheinbar. Hey Chef, ja, der mit dem Schnauz. Lust auf einmal Gumba stampfen, kostet doch 10 Münzchen. Du weißt, wie das hier abläuft. Nö. Für jeden Gumba erhältst du einen Punkt, bei jedem Dorni verlierst du einen Punkt, für jeden goldenen Gumba erhältst du 3 Punkte. Schaffst du 20 Punkte oder mehr, dann kannst du einen Preis gewinnen. Soll ich dir nochmal erklären, wie es funktioniert? Du stellst dich am besten in die Mitte. So, und jetzt spring auf so viele Gumbas, wie du kannst. Fertig, los.
bin offensichtlich nicht gut in sowas. Okay, das können wir schaffen. Ich hab nicht gedacht, dass es einfach wird. Viel Glück. Hey, 25 Punkte. Na, das nehme ich mal Treffsicherheit. Hier, das hast du dir wahrhaftig verdient. Beim nächsten Mal kannst du einen Preis erhalten, wenn du 22 Punkte erzielst. Blumenkapsel. Aber ich habe doch jetzt 25 Punkte. Warum kriege ich jetzt nicht beide Preise? Genau 22 geschafft. Na, das nenne ich mal Treffsicherheit. Hier, das hast du dir wahrhaftig verdient. Beim nächsten Mal kannst du einen Preis erhalten, wenn du 24 Punkte erzielst. Lohnt sich das für 24 Punkte? Muss jemand im Chat sagen. Oh Mann. Einmal versuchen wir es noch. Weil ich weiß, dass ich es kann. Das Problem ist, ich habe so viele Sachen, wo ich daneben treffe, leider. Punkte. Na, das ist nicht mal Treffsicherheit. Ne, ist immer noch Froschgroschen, ne? Kann das sein? Na. Wirkt auf jeden Fall so.
Ups. Ich wollte auch gar nicht fliehen, aber egal. Ich wollte eigentlich verteidigen, damit er jetzt hier scannen kann. Du wirst bereuen, wenn du auf mich springst. Trau dich ruhig, na Angst? Haha. Gummdigumm, ich bin müde. Oh, der ist weggelaufen sofort. Was für eine feige Sau. Hast du geklaut Münzen? Ah, drüber springen. Nach dem dritten Mal. Wie mein? Ich habe beim zweiten und beim dritten Mal jetzt auch schon immer nur Froschgroschen bekommen. Also nur das erste Mal gibt es halt eine coole Belohnung scheinbar. Boah, wie fies. Wie sie alle geplatzt sind. Er hat mir aber kein Blumenset gegeben. Er hat mir nur immer Froschengroschen gegeben. Kann das sein, dass das das Originalspiel war und die das hier verändert haben? Keine Ahnung. Da muss ich vielleicht auch mal nochmal da rein. Yoshi's Island. Ui, da steckt ein Brief drin. Möchtest du ihn lesen? Flitterwochenreservierung für zwei Personen. Reisegesellschaft Fliegerpilz. Mario, toll, dass du es endlich auf Yoshis Island geschafft hast. Hier findet der Yoshi Supercup statt, wo du schon hier bei uns bist. Eigentlich könnten wir deine Hilfe sehr gut gebrauchen. Bitte sprich doch mal mit meinen Freunden hier. Die werden dir alles... Bitte? Die verstehst du gar nicht? Na sowas. Dann los, spring auf. Ich dolmetsche für dich. Yoshi! Aber das, was wir mit Yoshi erleben, erfahren wir erst im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!